Grüße, meine horrorverliebte, Jumpscare-süchtige Community. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich einen Energy-Drink brauche. Ich habe heute Nachtschicht. Wir testen heute mal ein neues Horror-Game. Und zwar haben wir Nachtschicht in einem Supermarkt. Und in diesem Supermarkt sollen heftige Dinge passieren. Ist ein japanisches Indie-Horror-Game, kostet sage und schreibe 2,85 Euro auf Steam. Hat man in circa 60 Minuten durchgespielt und das werden wir jetzt auch tun. Wir zocken den Bums komplett am Stück durch, meine Freunde. Boah, scheiße, schmeckt der. Hashtag No Placement, Rockstar, Altmeister Boost. Boah, ist der lecker. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, machen wir uns mal fertig. Movement. Ja, es schaut übel aus. Ach, das ist diese, das kann man ausschalten. VHS-Optik, ich glaube, die machen wir. Besser, oder? Machen wir aus, Freunde. In der Grafik kann man nichts verändern. Yokuneta. So, es ist 23:30. Um 12 beginnt wahrscheinlich unsere Schicht. Ich kann den Head-Ding noch ausmachen, das nicht. Ist besser. Boah, die geht immer noch so einen Schritt, wenn ich aufhöre. Das triggert mich. Okay. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Da geht's. Kaichuu-dentou motte ikanai to abunai yo ne. Oh, das nervt mich ja jetzt schon. Flashlight. Ich sehe schon mal keine Batterieanzeige, das würde mir sehr gefallen. Soto, mo makkura da yo ne. Ja, ich habe doch eine Taschenlampe. Mach's Brett auf. Hä? Ah, Mensch. Wir sollten uns was anziehen, bevor wir in die Arbeit gehen. So, können wir. Können wir nicht. Ja. Auf. Ja, dann gehen wir in die Arbeit. Need to eat something. Change and grab flashlight before I leave. Ich hab's Flashlight schon in der Hand. Was können wir denn essen? Am Essen habe ich ja auch nicht gesehen. Ach, da ist der Kühlschrank. Der geht nicht auf. Ich kann ja gar nichts aufmachen. Die Chips? Auch nicht essen. Ah. Pack mal die Mikrowelle. Yes. Södala. Bento. Hopper Brinnekopf. So, wir haben was gegessen, wir haben was an und wir haben eine Taschenlampe. Können wir jetzt bitte? Ich sehe schon, dass wir noch zu spät kommen. Schöne Gegend. Wie finde ich jetzt raus, wo die Arbeit ist? Ich weiß ja nicht, wo die Alte arbeitet. Gibt es irgendwie eine Karte oder so? Gibt bestimmt bloß einen Weg. Wenn ich laufen klicke, läuft die nicht, sondern die Sicht ändert sich einfach. Ja, doch, wird schon ein bisschen schneller. Was ist das für eine räudige Stadt, bitte? Alter, wo muss ich denn hin?
Ich hab doch keine Ahnung, wo dieser Supermarkt ist. Das schaut gut aus, oder? Da schaut sehr gut aus. Da ist er. Einzige in der ganzen Stadt, das leuchtet. Gut, ist er gar nicht so groß. Was soll denn da jetzt alles passieren, bitte? Wer bist du? Muss ich bestimmt ablösen, oder? Was? Alter, alles okay mit dir? I know what really happened here. I was called to warn you all. By the name I cannot speak of, the day of judgment will come. Yeah! What the fuck? Okay. Ich lache jetzt, Leute, aber das soll anscheinend echt heftig gruselig sein, also hier. Was? Geht? Und, ja, rein da. Oh, good, you made it. Hm? Oh no, it's just that I recently heard someone had fell off the bridge you just crossed. What? There was an old lady that said that she was a mean man walking down the street with his legs completely bent the other way. Scary stuff. If only this was the true story. Sorry. Ja, klingt jetzt nicht so geil. Und jetzt? Wann geht meine Schicht los? Ah ja, einstempeln. Punch in, yes. Zack. I think some food are expired by the time you start your shift. Can you take them off the shelves for me? Was? Alter, geh doch nicht, Alter. Der nicht mal Tschüss sagt. Die TV, warum? Was ist das? Ach, die Kameraüberwachung. Ah ja, okay. Oder kommt jemand? Muss ich auch richtig arbeiten und so, oder? Geh rein oder bleib draußen. Ich habe jetzt nicht das Geklingel an, wenn du da am Türstock rumstehst. Was ist das für ein Freak? Er hat irgendwas gesagt, ich muss die Lebensmittel vom Regal, aber wo denn? Was denn? Start your shift. Can you take them off the shelves for me, your manager? Ja, suchen wir mal. The shelf looks fine. Looks like some expired. Okay, welche? Yes. Und wo tue ich die hin? Oh, so eine Müll. Alter, muss denn das so laut sein? Gibt's hier irgendwo Müll? Oh, der will bezahlen. Moment, Sir, ich komme. Bin gleich bei Ihnen. Muss das noch wegschmeißen. Kann's nicht wegschmeißen. Ach komm, jetzt habe ich den Scheiß hier. Ah. Ja, Sir, bitte. Wieso ist das so laut? Wo muss ich denn den Müll hinbringen? Musst du hier irgendwo eine Mülltonne geben oder... Das danach. Ah. Muss ich da jetzt alle Regale durchschauen, oder was? Oh mein Gott.
Kann ich nicht zwei, drei nehmen? Nee. Alter. Bitte jetzt. Nein, hör auf jetzt. Okay, wir haben es, glaube ich. Geile kann ich nicht durchschauen. Passt, 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 passt. So. Aufgabe erledigt. Und jetzt? Oh, was ist da los? Thank you for always keeping the toilet clean. Ja, jetzt sehr schön. Ja, kann jetzt mal wieder Kundschaft kommen? Ah, was den er hat. Ja, bitte. It's kinda late for delivery man at this time. We recently incorporated the system exclusively for convenience stores that are open late at night. Looks like this package is directly shipped to the store. Oh, and the name matches your tag. Think this is for you. Oh Gott. Steve. Take it home, was? Was, das war's? Feierabend. So Leute, ich hoffe das Video... Ich kann den Store von hier aus sehen. Okay, ja, nee, nicht wundern, Leute, ich habe das gelesen. Das wird jeden Abend schlimmer anscheinend. Oh, ist das laut. Mein Gott. Watch closely. Großartig, danke für die Information. Mikrowelle lief doch. Jetzt? Haben wir auch nichts mehr oder geht meine Schicht jetzt wieder los? Kann das sein? Gehe ich jetzt einfach wieder in den Store. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach wieder in die Arbeit, oder? Ich weiß, ob ich daheim irgendwas machen muss. Hier ist ja nichts. Kann ich raus? Keine Ahnung. Habe ich auch in der Beschreibung schon gelesen, dass da anscheinend hier und da nicht gesagt wird, was man tut. Schlafen kann ich nicht. Auch kein Schlafanzug oder so. Geht das jetzt einfach wieder von vorne los? Ah ja, okay. Erste Nacht. Das ist doch die zweite Nacht. Ich habe irgendwie Angst, dass hier schon Scheiße passiert. Ich will so einen Safe Point haben, wo ich sage, da weiß ich, da passiert nichts.
Apropos Save Point, man kann nicht speichern. Man muss das am Stück durchspielen eigentlich. Aber ganz ehrlich, sonst ich bin ja Schnellreise nach Hause, aber nicht Schnellreise zum Store. Also passiert da safe auf dem Weg zum Store auch mal irgendwas. Hey, hey, so I heard you reported that the doors won't open on their own. Ja, bitte, das muss repariert werden. Ja, and it seems like the wiring were loose. Okay, gut. Nein, ich hab dann keinen Poltergeist. Du komische, hässliche chinesische Animation. I see this on TV all the time. Passt schon. So, was müssen wir heute machen? I saw some rats behind the store yesterday. Someone must left the garbage bin open. Oh, the first person to see this note to get rid of the rodents. As soon as possible, your manager. Okay. Yes. Er haut jetzt wieder ab, oder? Tschüss. Und wir kümmern uns um die Ratten hinterm Store. Was ist das? Alter, das war ich aber nicht. Muss ich die alle suchen? Dann gümmeln die alle so bewegungslos rum. Hier drin. Ach, das war der Kulitsche wieder. Aber im Laden nicht, oder? Hier ist nix. Kann hier draußen noch irgendwo sein. Ah, hier. Kommt jetzt auch wirklich einer oder ist jetzt wieder die Tür kaputt? Ach du Scheiße. Da hätte ich ja noch 20 Ratten suchen können, bis die alte fertig ist. Ich komme dann gleich. Weiß nicht, aber das hatte ich im Urin, dass da eine fehlt. Damit ich jetzt ganz lange hier rumsuche. Ah, hier. Vielleicht da ist gedacht. So. Passieren wir mal die Oma ab. Aber hier kann ich nicht laufen. Oh Gott, die muss aufs Scheißhaus. Ja, dann warten wir mal, bis die Schicht um ist, oder? Ich glaube auf jeden Fall, dass meine Schicht vorbei ist, bis die Oma da rauskommt. Und bei euch so? Du coole Socke, musst mitten in der Nacht mit der Sonnenbrille rumfahren, oder? So schaust du aus. Hey, I'm in a hurry. Now could you please fetch me 5 cans of beer and a pack of cigar? Hurry up. Was hältst du denn davon, wenn du dir deinen Scheißdreck selbst aus dem Regal nimmst? Ihm echt 5 Stück geben? Nee. Ah ja, okay. Gleiche habe ich mir auch gedacht. Wo ist ein Bier? Ah, okay.
Ich komme. Ich muss jetzt nicht wirklich 6 Dosen selber da aus dem Schrank holen. Man nimmt doch bitte 2 auf einmal. Was ist denn mit dir los? Die Oma da drin, die macht mir Sorgen. Das sag ich dir. Ist nicht eine alte Frau von der Brücke gefallen? Ja, hat er doch erzählt, gell? Leute, jetzt wisst ihr, was abgeht. Ich find's ja krass, weil das so taghell ist in diesem Supermarkt. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen, dass das gruselig wird. Oh, tschüss. Gern geschehen. Ach, da ist die Oma. Auf das Streichholz angezündet. Oma? Oma? Oh. Fuck off. Alter, was geht mit dir? Fertig ist die. Hinter den Tresen, da kann die nicht rüber. Die ist 4000 Jahre alt. Hat keine Schuhe an. Wieder schauen. So. Ist cool, oder? Haben wir Feierabend, oder? Noch irgendwas machen? Hm. Checken wir mal die Kameras. Da geht sie. Oh, hast du das gesehen? Du Ratz! War das? Ah, man kann zoomen. Da hat einer einen Streich hier, was? Kommt da noch mal jemand? Hört vorbei. Was machen wir jetzt? Wenn wir rausschauen zu dem Kind da. Ah. Wie langsam die alle sind. Geh rein da jetzt. Ach, der bringt mir jetzt wieder ein neues Tape. Okay. Also nehme ich mal an. Ja, bitte? Unstoppable trend on ordering everything online. Ja, ja, tu einfach her. There seems to be a package that needs to be picked up here. Was? Nein, ich hab... Das hier. Bitte schon. Wiederschauen. Die können alle nicht Tschüss sagen. Alter, die Schicht dauert doch 4-mal so lang wie die gestern, oder? Ich spiele aber bloß 1 Stunde, wenn man andauernd warten muss. Normal dauert es wahrscheinlich 10 Minuten. Ah, dann gucken wir nochmal Kameras. Kann halt nichts machen. Soll ich mit dem Müll noch irgendwas machen? Soll ich das wieder hinstellen? Das
Kann ich doch gar nicht hinstellen. Ich meine, die Toilette gucken. Frage ich euch eigentlich, das ist doch nicht live. Oh, Second Night. Was war denn das jetzt? Oh, es regnet. Okay, das nächste Tape, oder? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Immer wieder zum Supermarkt, oder? Hi, Larry. Larry? Larry? Wo ist der? Soll ich den jetzt suchen oder checken wir erstmal die Kamera? War der behindertste Filmschrei, den ich in meinem Leben je abgelassen habe. Willst du mich verarschen? Wie peinlich ist denn das? Buh, ja, buh, du Sch. I got you, huh? Ja, hast du. Oh, fick dich, Alter, hat's mich zerlegt. Der war ja nicht mal schlimm eigentlich. Some products were missing on the shelf. Always keep the shelves full. That's our motto. Please restock them tomorrow morning, your manager. Ja, mach ich. Alter, war der hinterfotzig. Ich sehe schon, wo die Reise hingeht. Jumpscares, oh Gott. Muss doch nicht sein. So, was ist denn leer hier? Hier. Billiger Jumpscare, Alter. Das ist doch das. Ich will auffüllen. Ah, hier, oder? Hey, was für Ware ist denn das? Oder muss ich das dahin droppen? Ach, drop. Was ist das für eine Ware? Hier. So sieht das aus. Ist doch alles voll. Alles voll. Ah, hier. Restock, yes. Oh. 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 Oh nö. Ist offen. Ja? Boah, ich hab's doch klingeln gehört. Es ist doch jemand reingekommen.
das wieder für Ware? Oh, was kommt denn jetzt? Hey, wo fehlt denn das? Ah, hier. Alter, wie schaust denn du aus? Du Scheiße, alles okay mit dir? Diese Textur, das ist so... I'm Hamada. So, there's something wrong with the air conditioning? Was? Ne, eigentlich nicht. I hate to be working this late, but he pays me well, you know. Don't mind me, I just quickly checked the outside units and head right out. Ja, lass knacken, Junge. Der hat mir aber nichts gesagt. Das ist echt eine Arschlochstimmung. Das haben die gut hinbekommen für. Okay, hier fehlt noch was. Schaut eigentlich schon ganz gut aus. Wetten, dass der mich als nächster erschreckt. Ja, da fehlt Ware. Kenn ich nicht. Jetzt checken wir mal die Kameras aus und schauen, was der Typ treibt. Da ist er. Das hätte ich auch geschafft. Wundert's mich nicht, dass die Klimaanlage nicht geht. Alter, wieso ist die Kamera so klar? Komm da wieder. Oder? Geht denn der hin? Vorbei an der Tür. Hier gleich kommen. Da kommt er. Okay. Und Kundschaft. Sind viel beschäftigt heute. Ach, die geht auch gleich wieder zum Scheißen, oder? Was ist denn los mit euch? Es ist auf jeden Fall nicht das schnellste Spiel, so viel kann ich schon mal sagen. Wo geht er denn hin? Fährt er jetzt einfach. Ich muss 100 Pro das Regal noch auffüllen, sonst endet der Tag nicht. Brauche ich mich wetten. Find das nicht. Grüß Gott. Wieso schaut ihr alle so komisch aus? Hey, are you the only one working here? Nein, meine fünf bewaffneten Kollegen sind im Pausenraum. What kind of a manager puts a girl on a midnight shift alone? I see you have no choice. Well, at that very least, I give you my protection charm. Now be careful. Nimm deinen Scheiß bitte mit. Take it, yes. So, jetzt heißt es bestimmt wieder warten. Gesagt, ich würde halt das letzte Regal gern noch auf. Aber ich finde, es ist keine Ware mehr.
haben wir genommen. Genommen. Haben wir genommen. Schau mal, ob der bei der Klimaanlage irgendwas... Oh, der hat seinen Schraubenschlüssel vergessen. Open AC, ja. Um. Warum sollte man sowas tun? Schlüssel. Okay. Was ist das für ein Schlüssel? Wo ist der Schlüssel da, bitte? Oh, das war die Toilette. Oh nö, was ist jetzt schon wieder? Regnet's rein? Oh, fuck off. Alter, was war denn das? Alter! Was war denn das jetzt? Warum ist die Kamera raus so klar? Jetzt ist es nämlich nicht mehr. Fuck, was war denn das? Bin für Feierabend. Pick up Talisman. Kann ich nicht Feierabend machen jetzt? Wieso geht der Tag so lang? Soll ich den Schlüssel liegen lassen oder was? Ja, entweder oder. Was mache ich damit? Was mache ich jetzt mit diesem Talisman? Wofür ist dieser Schlüssel da? Das raff ich nicht. Nein. Nein. Keine Ahnung. Der Schlüssel muss doch für irgendwas da sein, oder? Alter! The door is unlocked. However, my arm goes numb when I'm trying to open it. Feels as something grabbing at me. Can't open it. Geh jetzt einfach mal mit dem Talisman hin. Kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt, aber... Exorcise the door, yes. Oh! Ist das Larry? Larry? Das ist mein Manager. Hier. Okay, und jetzt?
Oh Gott, was geht ab? Oh Gott, er ist ja nicht Larry. Okay, aber alles cool, gell? Wir gehen einfach am nächsten Tag wieder ganz normal in die Arbeit, das wäre nie was gewesen. Völlig nachvollziehbare. What a nightmare. Was it all a dream? Du gehst doch jetzt nicht in die Arbeit, Mädchen. Willst du mich verarschen? Okay. Ah, hier ist noch eine Kassette. Hier. Ah, das ist der Raum, ja, Manager drin liegt. Okay. Kann ich jetzt wieder in die Arbeit gehen? Jo, völlig logische Reaktion jetzt, ganz normal in die Arbeit zu gehen. Das wäre nie was gewesen. Kann es absolut nachvollziehen. Schauen wir mal, was Larry dazu sagt. Boah, Larry ist schon wieder nicht da. Larry. Jetzt zieht er doch nicht zweimal ab, oder? Nee, tut. Leute. Nein, Larry. Super. Muss ich jetzt überhaupt einstempeln? Ich kann gar nicht einstempeln. Was denn jetzt passiert? Dort der Fernseher und Instant-Nudeln. Okay, was geht jetzt ab? Das für räudige Geräusche. Aber da geht noch, okay. Das ist auch noch so ein kleines Kind. Das ist ja 1:1 wie bei The Grudge. Geht der hin? Geht da einfach rum. Hinten raus gibt es keine Kamera mehr. Boah, allein dieser Sound, der F Junge? Junge! Niemand da. Raus kann ich nicht. Boah, es kommt gleich so ein anders räudiger Jumpscare. 100 Pro. 100 Pro. So gegangen?
Ah. Turn it on, yes. Ah, der hat. Ich kann sie nicht mehr ausmachen. Ich hätte jetzt gedacht, der hat vielleicht bestimmte Fernseher angeschaut und die müsste ich jetzt anmachen. Was war das jetzt? Okay, ja, dann gucke ich jetzt mal, welche Fernseher der angemacht hat. Angeschaut hat. Erkennt man das da so an der Kamera? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist er. Ich check ja schon gar nicht. Na gut, in welchem Gang das ist. Den guckt er an? Welcher ist das? Hier ist der Gang direkt vom Schalter. Das erkennst du doch nicht. Ich erkenne nicht mal, ob er was anguckt. Ja, den da oben, den kann ich mir merken. Erster Gang, erster Fernseher oben. Zweiter Gang, das erkenne ich nicht. Wo geht er jetzt hin? Der rechte Gang. Der erste Fernseher ganz links. Oder? Würde ich sagen. Geht er hier rein? Ich sehe das doch nicht, welcher Fernseher das sein soll. Ja gut, der da unten. Also wir haben den hier, den hier. Und vier Stück müssen es wahrscheinlich sein, weil auf dem einen Fernseher stand der vier. Okay. Den hier und der war das dann ganz vorne, gell? Also gleich der allererste. Ja, das kriegen wir zusammen, glaube ich. Ja, wir probieren es jetzt mal. Bin mir aber nicht. Dritten Fernseher nicht 100%. Hier auch nicht. Welchen hat er denn angeguckt von den drei? Ist da vielleicht irgendwie eine Zahl, wenn ich. Dann war es der hier, gell? Falsch. Also der hier auf jeden Fall. Man kann ja mal gucken. Wenn der nicht ausgeht, passt es ja, glaube ich, oder? Bleibt an. Der hier? Der hier? Der macht kein Geräusch. Hat das was damit zu tun, dass sie kein Geräusch machen? Der macht eins. Der macht eins. Der macht keins. Ja, der macht kein Geräusch. Ja gut, dann ist easy. Dann müssen wir ein bisschen rumprobieren. Der hier. Ja, und in dem Gang bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber damit ich die anderen nicht vergesse. Das war der hier, gell? Nein. Der hier. Also der hier. Dann jetzt schon nicht mehr. Der hier. Der hier. Also hier der Einzelne, hier der Einzelne. Da muss es doch auch hier irgendwie so ein Einzelner sein. Aber welcher? Der hier? Ah, perfekt. Und der hier. Was? Okay, bleibt an. Schauen wir nochmal auf der Kamera, was der Junge jetzt macht.
scheint ihn nicht zu interessieren. Der Fernseher ist jetzt auch nicht an, es ist nur der eine an. Hat überhaupt keine Auswirkungen anscheinend. Wieso ist der nicht an? Ich verstehe nicht, warum der da oben nicht an ist. Alle anderen sind an. Gehen wir jetzt nochmal raus, gehen wir mal zu dem Fernseher da oben rechts jetzt. Ist jetzt noch dunkler. Kommt mir das nur so vor. Der ist aus, ja. Der ist an. Der ist an. Der ist an. Sind alle an. Oh, ich kann das nicht mehr bedienen. Hört da irgendjemanden weinen? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das ist ganz leise. Okay, es wird lauter. Boah, da ist der Junge. Jetzt? Oh, ist wieder alles normal. Ja, das sehe ich gar nichts. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Was, dass sich das hier spiegelt? Da ist doch 100 pro wieder niemand, oder? Ape. Vierte Nacht. Was ist hier? Kann nichts machen. Hier ist das Tape, oder? Shit. Are you sure? Ich habe gelesen, dass es zwei Enden gibt. Ich könnte es wahrscheinlich auch wegschmeißen. Ja, gucken wir uns an, oder? Auf jeden Fall. Ich habe den Manager getötet am Rande bemerkt, da bin ich mir sicher. Alter, nein! Das ist ruhig. Was ist das? Stellt euch sowas mal vor, ihr macht die Haustür auf und dann liegt da eine Kassette. Und ihr guckt die an und dann ist das ein Video von euch selbst. I can't move. Can't move. Nichts machen. Oh Gott. 1:1 The Crutch. Ending 2. Ja, das war weiter Ende. Könnte man es nochmal spielen? Ja, das war's, Leute. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr da generell Bock drauf hättet, dass ich mal mehr so Indie-Games komplett am Stück durchspiel, dann ballert mir das unten in die Kommentare, lasst mir ein Like da. Und wenn ihr mehr Bock auf Gaming-Videos aller Art habt, dann abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.